Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich dachte, du hast vergessen, hi zu sagen. Ja, stimmt, okay. Ich mache aber mal richtig. Mach mal. Hallo ihr Lieben. Hi. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir haben uns heute hier nicht zusammengefunden, um ein Format ohne Namen zu drehen, sondern um ein Ella-Update zu drehen. Ihr wolltet wissen, was unsere Tochter so ausmacht, die kleine, süße, fünfjährige Maus. Und wir dachten uns, es wird vielleicht mal wieder an der Zeit sein, euch ein bisschen was über sie zu erzählen. Vielleicht habt ihr ja auch Kinder in dem Alter oder könnt euch noch erinnern, wie es vor kurzem war, als die Kinder in dem Alter waren. Oder ihr wisst dann danach, was euch gegebenenfalls erwarten kann. Also ganz, ganz viel Spaß mit diesem Video. Let's go! Wir haben ja vor kurzem schon mal ein Bennett-Update gedreht, haben da so ein bisschen so Kategorien abgearbeitet und haben ein bisschen was über ihn erzählt, so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und das gleiche werden wir jetzt einfach mit der Ella auch mal machen, was ich so gemacht habe, weil ich ein Umftata-Girl bin. Ich stelle dir auch als allererstes direkt die Frage, die ich dir bei Bennett auch gestellt habe. Was fällt dir ein, wenn du an Ella denkst? Als allererstes, ohne groß nachzudenken. Bedürfnisse. Ja, bei mir auch. Ella hat ganz, ganz viele Bedürfnisse, Sorgen, braucht ganz viel Zuneigung, ist sehr zärtlich, sehr zaghaft, ist einfach mein kleiner, niedlicher, liebevoller, beschützenswerter Wurm. Okay, man merkt hier an dieser Stelle auf jeden Fall auch, dass hier ein Vater über seine kleine, süße Tochter spricht. Kannst du dich erinnern, was ich bei Bennett gesagt habe? Chaot. Er kann das aber total nachvollziehen. Also die Bindung, die die beiden miteinander haben, geht mir nicht anders. Aber trotzdem ist das, was die beiden miteinander haben, nochmal was ganz Spezielles. Es gibt es ja wahrscheinlich ganz, ganz oft auf dieser Welt, dass Väter einfach mit ihren Töchtern so sind. Wenn ich an Ella denke, dann denke ich genau das, was Micha auch gerade erzählt hat. So ein bisschen hochsensibel ist. Aber wenn man das mal positiv sehen möchte, unsere Tochter ist unfassbar empathisch. Ella fängt jede Schwingung, jede Stimmung sofort auf, weiß sofort, wenn irgendwas nicht stimmt, ja, und kann damit umgehen. Sie hat eine unfassbar ausgeprägte Menschenkenntnis. Mhm. Und auch ihre Auffassungsgabe ist ganz besonders, wenn wir diskutieren hier. Dann weiß sie sofort, ob das eine hitzige Diskussion ist oder ob das in so einen kleinen Mini-Streit ausarten kann. Und sie sagt dann auch, sie äußert es auch. Und da hat sie, glaube ich, ganz feine Antennen für. Und das macht sie halt auch so beschützenswert, weil sie da so sensibel ist. Und sie halt ganz oft dann natürlich fragt, ob alles in Ordnung ist, warum habt ihr jetzt so laut geredet? Also nicht, dass wir uns hier anbrüllen, aber es gibt doch, wie in jeder normalen Familie, auch mal Situationen, da diskutieren wir. Gerade wer mich kennt, der weiß, dass ich sehr gerne diskutiere. Ich wäre wahrscheinlich der Präsident vom Debattierclub in den USA in irgendeiner Highschool gewesen. Und nichtsdestotrotz ist sie aber, um das mal umzukehren jetzt, der lustigste Mensch, den ich kenne. Ja, das passt so gar nicht zusammen eigentlich, ne? Sie weiß es, glaube ich, auch. Deswegen macht sie auch ganz oft den Kasper. Ne? Ja, also was mir immer wieder auffällt, ist, dass Ella ganz, ganz viel mit ihrer Mimik und Gestik macht und da dann unglaublich lustig ist. Und wenn sie dann eins nachmacht und so, und sie ist halt wirklich absolut Mini-Me. Also absolut Mini-Me. Sie hat meine Gestiken, sie redet wie ich. Das sagen ganz viele Leute, die hören, wie sie spricht, sagen, die redet wie du, die bewegt sich wie du. Also, ne, alle sind klein natürlich. Naja, so viel kleiner ist sie gar nicht. Und man merkt auch, dass sie ultra abkupfert, was wir machen. Da kommen dann so Sachen wie so, macht Spaß. Oder lauter so kleine. Jetzt einen Kaffee? Mit ihren 5 Jahren versteht sie schon so ein bisschen Sarkasmus. Ein ganz kleines bisschen. Normalerweise fangen Kinder ja erst sehr, sehr spät damit an. Es gibt Erwachsene, die verstehen keinen Sarkasmus und Ironie. Ja. Ironie nicht von der Wahrheit zu unterscheiden. Wenn man jetzt zum Beispiel dann irgendwie sagt, ja komm, das Kind sagt, kann ich ein Eis? Und ich sage aus Spaß, ja, nimm die doch 3. Und Ella versteht schon, dass ich nicht meine, dass sie sich 3 nehmen soll, sondern ja. Gut, gehen wir mal so ein bisschen weiter ins Thema. Was nicht ganz so toll ist, ist Ellas Essverhalten. Weil Ella ist so gar keine gute Esserin, leider gar nicht. Und ich glaube, dass sie sich dieses Picky so ein bisschen von mir abgeguckt hat, weil sie viele Dinge, so wie ich, nicht probiert, bevor sie sagt, dass sie nicht cool sind. Und es ist leider so, wie ich groß geworden bin.
gibt ganz viele Dinge, die wurden mir vorher diktiert, sie wurden mir diktiert und genauso ist es halt so, dass, das fängt sie halt auf, ne? Wenn ich irgendwie sage, Fisch finde ich jetzt nicht so geil. Aber eins zu eins. Ja, und du, man kann sie auch nicht umstimmen dann. Ja, und im Allgemeinen isst sie halt sehr wenig und sehr viel Süßes. Dazu muss ich aber sagen, dass wir auch sehr locker damit sind. Also wir sagen halt immer, wir sagen ganz oft ja, wir sind so Ja-Eltern, ne? Also why not? Warum jetzt nicht ein Schokoriegel noch extra essen? Die Kinder rennen den ganzen Tag rum, putzen sich die Zähne, warum jetzt kein Schokoriegel? Wir stellen uns aber trotzdem vorher die Frage, ob es jetzt sein muss oder nicht. Ja, eben. Also wenn sie jetzt wirklich den ganzen Tag schon um sich rumgefuttert hat und ein Schokibrot zum Frühstück und zum Mittagessen irgendwie noch ein Joghurt hinterher und zwei Eis, weil die Freundin da war und abends dann nochmal ein Schokoriegel, dann sagen wir auch schon mal nein. Aber ich meine, so in der Grundregel sind wir jetzt keine Prinzipienreiter, einfach so Nein sagen, weil es Schokolade ist. Das ist so ein bisschen bei Ella, nimmt manchmal so ein bisschen Überhand und wenn sie entscheiden müsste, was sie isst, dann eigentlich nur Schokibrot. Wir putzen Zähne, auch das ist bei Ella null Problem, also aber auch noch nie gewesen. Also Ella putzt Zähne, Ella lässt Zähne putzen, vielleicht auch manchmal ein bisschen aus Faulheit. Aber sie hat ganz, ganz tolle, gesunde Zähne und generell baden gehen und Hygiene, Haare waschen, ist alles überhaupt gar kein Problem. Ella macht alles mit. Sie ist halt, wie wir es schon im Bennett-Update gesagt haben, ein sehr unkompliziertes Kind. Wir schlafen ja alle vier zusammen in einem Bett. Wir haben ein ganz großes Bett im Schlafzimmer, bringen die Kinder auch immer ins Bett und das ist bei Ella also das kleinste Übel. Ja, das ist einfach hinlegen und einschlafen. Die ist so easy popeasy. Was mir direkt in den Kopf kommt, ist ihr Fundus. Also sie hat seitdem sie unter ein Jahr alt war, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wo der herkam und was, hat sie so einen kleinen Fundus und dann hat sie sich so eine kleine Macke, aber also Macke wirklich liebevoll gemeint, angeeignet über die Jahre hinweg, dass sie den Fundus so nimmt und so beim Einschlafen. Es gibt ganz viele Leute, die stört das. Uns überhaupt nicht. Also ich brauche irgendwie, finde ich das schön. Und wenn sie dann aufhört damit, dann schläft sie. Soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Wenn ich am Einschlafen bin, dann reibe ich meinen Fuß ganz oft übers Bett. Das habe ich gestern erst gemacht und du hast gesagt, Schatz. Ja. Und es beruhigt mich einfach. Und wenn sie das beruhigt, ne, ja, solange sie nicht irgendwie so macht. Was würdest du sagen, ist Ellas größtes Hobby? Fernsehen gucken. Wieder bei den Eltern, die mehr Ja als Nein sagen. Aber, das ist auch das Gute, bei uns wird ja gestreamt, das heißt, wir gucken eigentlich überwiegend Filme, die einen Mehrwert haben. Naja, nicht immer. Ab und zu auch immer einfach Berieselung. Wenn sie von der Kita kommen, einen langen Tag hatten. Ich störe mich daran überhaupt nicht. Und natürlich ist es auch bei uns so, dass wir den Fernseher oder das iPad oder whatever einfach auch als Zeitvertreib nutzen, der nach so einem langen Tag für die Kinder einfach super daherkommt. Also das ist bei mir auch genauso. Ich habe auch keinen Bock mehr, so viel zu machen, wenn ich jetzt von der Arbeit komme. Was viele immer vergessen ist, dass die Kinder einfach irgendwie nach 8 Stunden oder nach 6 bis 8 Stunden in der Kita nonstop Trubel spielen, hier Spielzeug, ich muss mein Spielzeug verteidigen, ich will auf die Rutsche, nein, komm, wir spielen lieber fangen und hin und her. Kommen die nach Hause und in gewisser Weise, klar, die könnten auch in dem Zimmer weiterspielen, aber warum? Die können ruhig auch mal noch ein bisschen. Und das entscheiden sie aber selbst. Also ja, es ist auch oft so, dass Ella einfach spielen geht. Aber warum sollten wir Nein sagen, wenn sie dann sagt, sie würde gerne noch mal irgendwie was angucken? Man kann sich mit ihr unglaublich gut unterhalten. Ella ist sehr weit, was das Sprachliche betrifft, würde ich sagen. Ja, aber das ist so ein, also nicht, dass wir da jetzt irgendeine Bescheinigung drüber hätten oder so, aber es ist so ein elterliches Empfinden einfach dafür, dass sie 5 Jahre alt ist, kann man sich mit so einer kleinen Erwachsenen unterhalten. Und als allerletztes nehmen wir mal das Thema Bennett. Wie empfindest du das zwischen den beiden? Schön. Schön. Ich finde die beiden, es wird immer mehr, das haben wir ja schon im Bennett-Update gesagt, dass die sich miteinander beschäftigen und dass die auch mal kuscheln zum Beispiel. Die sitzen ganz oft hier auf der Couch und dann decken die sich mit einer Decke zu. Mhm. Das ist zwar auch immer noch so phasenweise, dass Ella das nicht so cool findet, ist ja auch verständlich, ne? Aber ganz oft ist jetzt auch so, dass die beiden sich zum Beispiel mal von alleine in den Arm nehmen oder dass sie ihn sogar mit in ihr Zimmer. Das ist natürlich das Heiligtum, ne? Wenn Bennett mit ins Kinderzimmer darf, dann ist wirklich... Jetzt sind wir ja schon an dem Punkt angekommen, dass sie sagt, er darf eine kleine Ecke in ihrem Zimmer haben. Also es entwickelt sich langsam zu ihrem Zimmer und wir haben jetzt beispielsweise entschieden, dass Ellas Bett rauskommt aus dem Zimmer, einfach damit sie mehr Platz zum Spielen haben, weil es wirklich unglaublich viel Platz wegnimmt und die Kinder sowieso bei uns schlafen und wir noch ein Bett haben, was sie nutzen können, wenn sie nicht bei uns schlafen wollen.
Und da werden wir jetzt den Bennett auch einfach so ein bisschen mehr mit einbinden und einfach sein Spielzeug auch damit reinbringen. Und sie hat es zugelassen. Also sie möchte, ich glaub, sie das ist sich noch, sagt, was sie möchte. Aber ich glaube, sie ist sich noch gar nicht im Klaren darüber, wie das dann ist. Weil wenn sie dann Besuch hat und der Bennett will was spielen im Zimmer, dann kann sie nicht mehr sagen, nee, wir sind jetzt hier. So, ihr Lieben, das war unser kleines, aber feines Update zu Ella. Ihr merkt, wir sind nach wie vor super verliebt in unsere Tochter und unsere Kinder. Und in uns. Ja. Und hoffen, dass euch das gefallen hat. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, wenn ihr euch da wiedergefunden habt oder euer Kind da wiedergefunden habt. Vielleicht habt ihr ja auch Erfahrungen oder könnt es nachvollziehen, was wir meinen, wenn wir von dieser Hypersensibilität sprechen, dass sie so sehr sensibel sind und so. Vielleicht habt ihr da Erfahrungen, könnt mal was reinschreiben. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über alles andere. Und verabschieden uns an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns über euren Daumen nach oben. Ihr könnt mal hier klicken und hier klicken. Dann findet ihr das Bennett-Update und noch ein anderes Video. Und wenn ihr hier so klickt, dann könnt ihr den Kanal abonnieren, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt. Wir sehen uns am Montag oder am Donnerstag um 10:30 Uhr auf diesem Kanal. Bis zum nächsten Mal.